Ausfahrt E712 aus Kempten Hauptbahnhof nach Oberstdorf. Geführt von zwei Lokomotiven der Baureihe 64. Zugschluss laufen die Kurswagen Kassel-Oberstdorf. Die Zuglaufschilder oder Wagenlaufschilder. Hier um die kleinen, die man früher in den Reisezugwagen gefunden hat, um die geht es nicht. Die wären hier 30 x 21. Es geht um diejenigen, die außen am Wagen angebracht waren. Und da habe ich hier ein Exemplar von einem Sonderzug. Das war der Eröffnungszug für die westliche Riedbahn in Mannheim. Das beträgt 61 mal 29 cm. Wenn man das jetzt umrechnet auf H0, dann kommen wir auf 7 mm mal 3,3 mm. So etwa könnte das Laufschild für den Zugteil Dortmund-Oberstdorf des D704 ausgesehen haben. Wir speichern das hier mal ab unter dem Dateinamen Oberstdorf 5. Jetzt können wir eigentlich gleich, wenn wir schon mal dabei sind, den anderen Zugteil verarzten. Und zwar gibt es einen Zugteil von Hagen über Wuppertal nach Köln. Da müssen wir jetzt gar nicht so arg viel ändern. Jetzt tun wir hier mal Hagen eintippen. Hagen. So. Und dann kommt hier Wuppertal. Wuppertal. Als Schrift habe ich hier die Bahnschrift verwendet. Das ist ja sehr erfreulich, dass die heute hier angeboten wird. Und da kann man also hier wählen zwischen Bahnschrift, Kondens, Light und so weiter. Ich habe jetzt hier die Semi-Bold genommen und zwar die Semi-Bold Condensed. Wenn sehr viele Zwischenstationen sind, dann kann man vielleicht statt Semi-Condensed auch Condensed nehmen. Dann werden die Namen etwas stärker komprimiert. Ja, das nehmen wir mal so und speichern das hier auch ab. Hagen, auch Hagen 5. So, rücken das mit den Scrollbalken schön in die Mitte. Mal gucken, dann kann man da oben noch ein bisschen höher gehen. Und in der Breite 8. Dann können wir eigentlich auch gleich hier einen Screenshot machen von diesem Bild mit Druck oder F1. Dann müsste man ein Bildbearbeitungsprogramm aufrufen. Das geht sicher mit Photoshop oder Ähnlichem. Ich habe hier ein Programm von Hewlett. Das habe ich schon eine halbe Ewigkeit in Arbeit. Wie heißt das eigentlich? Photo Impact XL. Das hat sämtliche Windows-Programme schon durchgemacht. Und dann fügen wir das hier ein. Arbeiten, einfügen, neues Bild. Jo, das ist gut jetzt. Und das müssen wir jetzt zuschneiden im Format. So, jetzt haben wir hier einen Rahmen herumgezogen. Ich habe mal 1500 Pixel mal 715. Das entspricht genau dem Verhältnis eines Zuglaufschildes. Das schneiden wir mal zu. So. Und jetzt empfiehlt es sich, da außen noch ein paar Begrenzungslinien einzuzeichnen, weil man das sonst überhaupt nicht mehr erkennt. Wenn das verkleinert ist, machen wir hier mal ein paar Linien auf allen vier Seiten. Jetzt nochmal diese Linie noch kopieren. Arbeiten, kopieren.
einfügen. Ja. Und jetzt speichern wir das gleiche nochmal ab. Datei speichern unter. Und das nehmen wir, aber da müssen wir aufpassen, dass wir das als JPEG abspeichern. Datei Austauschformat. Und wir nennen das mal Hagen 6. Hagen Oberstdorf. Ja, mal in der Qualität, mal ruhig, mal möglichst hoch. Echtfarben brauchen wir eigentlich nicht. Ja, dann müssen wir, bevor wir abspeichern, alle Objekte erstmal einbinden. Alle Objekte einbinden. Die sind jetzt alle eingebunden. Dann können wir jetzt nochmal abspeichern. So, können wir mal gucken, ob das auch da ist. Hagen 6 müsste es jetzt heißen. Ne, da ist Hagen 6. Jo, gut. Und das gleiche machen wir dann auch für den Zugteil Dortmund-Oberstdorf. Versuchen wir mal zu einem druckfähigen Bild zu kommen. Ich habe hier mal einen Rahmen aufgezogen mit einer ziemlich hohen Auflösung von 7000 x 3300. Das ist auch wieder das Format des Zuglaufschildes. Jetzt fügen wir mal die Objekte, die wir vorbereitet haben, ein. Das heißt also Bildobjekt einfügen aus Datei. Da können wir hier einmal Oberstdorf einfügen. Dann können wir das gleich kopieren. Kopieren und einfügen als Objekt. So, haben wir schon mal zwei. Müssen wir noch ein bisschen ordnen nachher. Können wir eigentlich auch beide kopieren, bearbeiten, kopieren und beide einfügen nochmal. So, da haben wir schon vier. Und dann holen wir uns auch noch das Hagen. Datei. Das ist Hagen 6. Einfügen als Objekt. Ups, da ist Hagen drüber. Ja, und so weiter. So, ja, das werden wir jetzt noch ein bisschen sortieren. Jetzt haben wir mehrfach dupliziert. Jetzt speichern wir das mal hier ab. Abspeichern unter. Dort und plus Hagen 6. So. Echtfarben brauchen wir nicht. Das können wir in Grau machen. So, jetzt sind das etwa. Ah ja, jetzt müssen wir also nochmal. Ich sicher gehen, die Objekte alle einbinden, alles einbinden. So. Wir erinnern uns, der D704 besteht auch aus einem Zugteil Ulm-Oberstdorf. Das entsprechende Zuglaufschild ist bereits vorbereitet. Wir holen uns das jetzt nochmal. Das müsste dieses hier sein, 16 mal Ulm. Ja, genau. In dem Tableau hier 7000 x 3333 Pixel. Jetzt wollen wir endlich mal zum Druck kommen. Drucken wollen wir aber nicht dieses Tableau, denn das hat hier noch außen einen weißen Rand, sondern wir wollen hier die Zuglaufschilder drucken, von denen wir wissen, dass jedes dieser Zuglaufschilder 7 mm breit sein soll. Wir schneiden also jetzt diesen Komplex. Den schneiden wir mal aus. Bearbeiten, zuschneiden. Ne, nicht ausschneiden, sondern zuschneiden. So, und das ist jetzt das, was wir dann formatieren müssen. Wir speichern das hier mal zur Sicherheit ab. Datei speichern unter. 16 mal Ulm und nennen das jetzt 7. Speichern. Echtfarben brauchen wir nicht, machen wir in Grau, spart ein bisschen, so und okay. Jetzt wollen wir das formatieren und dann anschließend drucken. Das heißt, jetzt gehen wir auf Format, Bildgröße und stellen jetzt ein, nicht Prozent, sondern auch nicht Pixel, sondern gleich in Zentimetern.
Ich habe jetzt mal hier als Auflösung 9600 eingegeben. Ich weiß nicht, ob er die macht. Also jedenfalls mit der höchstmöglichen Auflösung 0,7, das ist mehr 1,4, 2,8 in der Breite, 2,8 Zentimeter. Das ist in der Höhe 1,34. Ja, okay. So, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das auf der Druckseite aussieht. Da gehen wir auf Seitenansicht. Jetzt wollen wir aber nicht DIN A4, sondern wir drucken 10 x 15 cm eine Postkarte. Seitenansicht. Da ist es. Und dann wollen wir jetzt noch bei der Druckqualität, hohe Druckqualität, Papier, Normalpapier, nein, Fotopapier. Und das heißt Fotoglanzpapier römisch 2. Ich drucke übrigens hier auf einem Canon Pixma Drucker. Jo, das können wir gerade mal hier so ausprobieren und sagen jetzt hier okay, drucken. Jetzt sagt er erstmal, dass der Drucker abgeschaltet ist und dass Tinte fehlt und so weiter. Das ignorieren wir mal alles, denn der hat genug Tinte. So, jetzt druckt er. So, hier haben wir das Druckerzeugnis. Kann man jetzt nicht so besonders gut sehen. Ich messe gerade mal. Genau, das sind 28 mm. Das heißt, dieser Zuglaufschilder ist 7 mm lang. Und wenn ich mir das jetzt mit der Lupe ansehe, dann wird man feststellen, dass das gestochen scharf ist und man das alles lesen kann. Von Ulm über Memmingen, Kempten, Allgäu, Immenstadt, Oberstdorf. Nachdem der Ausdruck erfolgreich war, muss auf der Rückseite ein doppelseitiges Klebeband angebracht werden. Schließend werden die kleinen Zuglaufschildchen mit einem Stahllineal und einem scharfen Skalpell ausgeschnitten. Dann werden die Laufschilder auf den Reisezugwagen aufgebracht. Dieser CR, also ein Halbspeisewagen, wird jetzt beschriftet mit dem Laufschild Hagen Oberstdorf. Ja. Könnte man noch eine Idee kleiner schneiden? Geht aber. Jo. Auf die gleiche Weise beschriftet habe ich hier noch diese beiden Reisezugwagen. Und zwar brauche ich für den E712 von Ulm nach Oberstdorf die Kurswagen von Kassel nach Oberstdorf. Und zwar ist es ein C4YG hier und der ist hier beschriftet Kassel-Oberstdorf. Und dann brauche ich noch den BC4YMG, der ist beschriftet ebenfalls Kassel-Oberstdorf. Also alles in allem eine lohnenswerte Feierabendbastelei. Ich schalte mal den Antrieb 219. Der steht jetzt auf gerade, den stellen wir mal auf Abzweig. Das Birnchen leuchtet. Es ist ein Zeichen dafür, dass in der Zeit, während das Birnchen leuchtet, am Ausgang Digitalspannung anliegt. Gegenrichtung. Ich finde, das Geräusch ist vertretbar. Ich habe ja die weichen Antriebe auf Gummipuffer montiert. Ausgleis 4, Starttaste, Zieltaste. Die Fahrstraße ist eingelaufen, die Ausfahrt steht. Wir können auch noch ausfahren in Richtung Immenstadt. Und zwar Ausgleis 6. Ausgleis 6, Starttaste. Zieltaste. Die
Fahrstraße ist eingelaufen, die Ausfahrt steht. Aus dem Umlaufplan. Da geht daraus hervor, welcher Wagentyp das im Einzelnen ist. Das ist der Reihungsplan für den E712. Gibt es einen Zugteil von Hagen über Wuppertal nach Köln bei einem Fleischmann-Modell, der ist 3/6. 18501 ist die Nummer. So schön langsam kann man in digital fahren.